Der Patient hat heute eine Knieprothese bekommen. Das ist sicherlich ein Eingriff, der ja doch sehr häufig in Deutschland durchgeführt wird und weltweit. Patienten, die eine Arthrose haben. Aber das Besondere, was wir tun, ist, dass wir zusätzlich einen Roboter nehmen, der uns die Möglichkeit gibt, eben sehr präzise zu arbeiten. Der Patient bekommt vor der Operation eine Computertomographie, ein sogenanntes CT von seinem Bein und speziell dem Kniegelenk. Und diese Daten bekommt der Roboter. Man führt vor der Operation eine Planung durch, dass man genau weiß, wie individuell für diesen Patienten die perfekte Position der Prothese sein wird. Und diese Planung sehen wir während der Operation. Und das gibt für uns so eine gewisse Vorgabe, wie wir das eben umsetzen wollen. Und dann wird aber während der Operation das nochmal überprüft. Dann kommen nämlich die Weichteile, das heißt die Bänder, mit ins Spiel. Und das wird außerdem berücksichtigt. Und dann führt man sozusagen während der Operation die finale Planung durch. Das, was ich geplant habe, das hat der Roboter dann sozusagen. Und dann weiß ich genau bei der Operation, wie ich jeden Knochenschnitt durchführen muss. Und die sind dann im Prinzip aufgrund des Roboters mit einer extrem hohen Präzision. Das heißt, das, was vor der Operation, zu Beginn der Operation geplant wird, wird eigentlich zu 100% umgesetzt. Und ich führe die Schnitte durch, aber es gibt mir nur einen ganz gewissen Spielraum, wie ich diese Schnitte anfertigen kann. Und dabei hilft mir eben der Roboter. Das ist das Gute, dass dadurch also auch keine Weichteile verletzt werden können. Das heißt, die Kapselbandstrukturen, und diese müssen wir erhalten bei der Operation, weil letztendlich am Ende nach der Operation die Knieführung erfolgt ja nicht durch die Prothese, sondern durch die Bänder, die erhalten werden. Zum einen sind wir weniger traumatisierend während der Operation, weil die Zugangswege kleiner werden, einfach weil der Roboter und das, was wir auf dem Monitor sehen, sozusagen auch ein Teil des Kniegelenkes ist, sodass man nicht hundertprozentig alles darstellen muss im Kniegelenk. Das ist eine große Hilfe. Und ich operiere eben stellenweise am Monitor und stellenweise am Knie, indem ich das Knie dann anschaue. Und davon verspreche ich mir eine schnellere Rehabilitation des Patienten und natürlich, dass der Patient nach der Operation auch weniger Schmerzen erleidet. Ich bin aber der Überzeugung, dass das die Zukunft sein wird, weil man wird diese Innovation, die es heutzutage ja schon in vielen Bereichen auch der Medizin gibt, die wird auch Einzug in der Orthopädie halten. Und zum Beispiel ist die Endoprothetik da, denke ich, ein gutes Beispiel.